Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Crying Destiny und heute habe ich wieder ein kleines, aber feines Divinium-Opening für euch. Wir haben hier wieder 35 Divinium, ja, kann man auf jeden Fall sich geben. Heute machen wir es mal andersrum, würde ich sagen. Wir fangen einfach mal an mit 1 an und gehen dann später vielleicht noch auf 3er über. Aber erstmal ein paar 1er, so just for fun. Ja, da haben wir direkt den Handwerksmeister, den Zay. Das ist auf jeden Fall das, was wir brauchen. Das ist unglaublich, was dieses Hammer-Kaugummi eigentlich kann. Also das müsst ihr euch mal vor Augen führen, ein Schreiner zu spawnen. Oh, Technikspielerei, das ist schon mal... Ja, das war eigentlich schon mit das Beste von den dreien. Aber der Cell, der Schreiner, der toppt einfach alles. So, und dann haben wir die Beeren, verdammt scheiße, das temporale Geschenk hätte ich gerne bekommen. Ich habe das immer noch gar nicht getestet irgendwie, aber... Weiß ich nicht. Ich mag das trotzdem mehr als die Beerenfalle, weil ich glaube, die Beerenfalle würde ich eh nie benutzen. Aber naja. Und Stöber haben wir bekommen. Phönix aus der Asche wäre auch ganz gut. Ich glaube, ich habe nämlich nur noch 2, glaube ich. Weiß ich gerade gar nicht so genau. Egal, wir machen einfach weiter. Die Einser, die regieren hier auf jeden Fall die Welt. Wir haben zählt jemand mit. Ja, kann man mal mitnehmen. Aber so dringend notwendig ist das auch nicht. Das Komische ist, ich hatte noch gar keinen Energieschub. Weißt du, dass ich die anderen beiden Kaugummis bekommen habe? Ah, Phönix aus der Asche. Okay, nice. Das schon mal. Das erste Gute. Ich habe heute übrigens kein Ziel, also extra süchtig geht natürlich immer, ne, aber dringend notwendig, sage ich mal, ist es jetzt nicht. Haben wir schon, oh, jetzt haben wir einen Energieschub. Erneut drehen und Phönix aus der Asche. Nice. Da stocken sich schon mal die Phönix aus der Asche wieder auf. Das ist doch ganz schön. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ich habe ja auch Black Ops 3 für den PC, ob ich da dann auch so Divinium Openings noch weitermachen soll, dass ich das quasi immer dann, ja, mal auf der PS4, mal auf dem PC, so wie gerade die Divinums so aussehen, wie viel ich wo hab und so. Also meinetwegen kann ich das auch auf dem PC machen. Macht ja eigentlich keinen Unterschied, also könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ich das auch noch nebenbei auf dem PC mitmachen soll. Und ja. Gucken wir erstmal, was wir noch so bekommen. Wir haben jetzt, ja gut, alles muss raus, hatte ich glaube ich auch nicht mehr so viel. Die verballere ich immer irgendwie in High Rounds mit Köpfchen. Oh, nice. Wobei das jetzt auch gar nicht so gut ist. Ich weiß nicht. Wobei, für diese eine tägliche Herausforderung fällt mir gerade ein. Die hatte ich nämlich gestern mit 20 Headshots hintereinander oder so. Das fällt mir jetzt ein. Da hätte ich einfach das Kaugummi benutzen können. Dann wäre es ja voll easy gewesen. Oh, Kriechtiere und temporales Geschenk. Nice. Temporales Geschenk ist sehr geil. Aber das fällt mir jetzt erst ein, dass ich da dieses mit Köpfchen hätte benutzen können. Alle, die diesen Auftrag jetzt bekommen in nächster Zeit, macht das. Nimmt es mit. Macht das nicht so wie ich, seid klüger als ich. So, gleich sind wir schon auf die 20 Runde, haben wir schon 15 verballert in einer. Ich glaube, da mache ich ein paar Dreier. Aber mal schauen, Energieschub, Wandkraft und Handwerksmeister. Wandkraft kann man sich natürlich immer geben. Handwerksmeister hatten wir ja gleich schon am Anfang, ist auf jeden Fall das beste Kaugummi eigentlich in dem Game. Also das würde ich schon eigentlich gar nicht benutzen, das würde ich sammeln. Zählt jemand mit? Nee. Doch, eigentlich schon. Eigentlich zähle ich mit hier nebenbei, weil ich mal gucke, wie viel ich hier reinballer und so, ne? So, sind wir auf den 20. Wandkraft haben wir wieder. Sehr schön, sehr schön. Wobei, ich bräuchte auch wieder ein bisschen neues Ausgebrannt. Und das ist ja eigentlich relativ unselten. Sagt man unselten? Keine Ahnung. Das ist ja nicht so... Ja, nicht so selten, sagen wir es so, genau. Dass man das bekommt. Denn ich bin immer dabei, so nebenbei, diese ganzen Herausforderungen zu machen. Und da fehlen mir eigentlich nur zwei Kaugummi-Herausforderungen. Das ist einmal 500 Zombies verbrennen halt mit ausgebrannt. Und 500 Zombies mit, wie heißt das? Irgendwie dieses komische 5, womit man halt mehr Messerschaden machen kann. Ich überlege gerade, irgendwas mit 5 hieß das, glaube ich. Gucke ich gleich auf jeden Fall am Ende nochmal. Ich weiß ja gerade nicht, welches ich meine. Das ist ein grünes auf jeden Fall. Ich weiß gerade den Namen auch nicht mehr. Doch, gib mir 5. Genau, gib mir 5. So heißt es. Ich glaube, das macht dann auch den Nahkampfschaden 5-mal so heftig, sag ich mal. Wie sonst. Zählt jemand mit? Juhu! Endlich, nochmal. Ja, damit muss ich auf jeden Fall auch nochmal 500 Kills machen. Und dann habe ich eigentlich alle Herausforderungen fertig. Das mache ich immer so nebenbei mal. Gestern habe ich im Livestream, oh guck mal, das ist sogar ausgebrannt. Gestern habe ich im Livestream, weil ja Doppelwaffen-EP war, beziehungsweise ist gerade immer noch,
Ist ja Montag, ist genau bis 19 Uhr. Habe ich ein bisschen meine Waffen einfach gelevelt, weil ich alle Waffen so ungefähr auf Max Level, eigentlich nicht, auf maximalem Level haben möchte. Ja, sowas mache ich dann immer nebenbei, wenn ich gerade keinen Bock habe, irgendwie auf eine Highround oder so, dass es schon zu spät ist, noch eine Highround anzufangen, weil ich eine gefailt habe, eine Highround oder so, keine Ahnung. Dann mache ich immer sowas. Ja, unstillbar. Ich glaube, ich mache doch einfach mal diese ganze Folge nur Einser. Kann man ein bisschen chillen hier. Belohnungsverdoppler. Oh, cool. Alles super. Hey. Okay, sogar zweimal. Klasse. Sehr schön auf jeden Fall. Morgen am Dienstag erscheint Overwatch. Auch sehr geil. Oh, extra süchtig, meine Freunde. Extra süchtig. Und temporales Geschenk. Oh shit. Da rasiert er. Sehr schön, sehr schön. Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, morgen erscheint Overwatch. Ich weiß nicht, wer von euch die Beta gespielt hat oder das Spiel überhaupt kennt. Es gab halt letztens eine kostenlose Beta für PS4, Xbox One und PC. Das Spiel ist halt so ein MOBA-Shooter, sag ich mal. Ich weiß gar nicht mehr die Abkürzung von MOBA. Auf jeden Fall gibt's, das ist so ähnlich, sag ich mal, von der Aufteilung her wie LOL. Was jetzt nicht euch abschrecken soll, weil es gibt ja auch viele, die LOL-Helden. Es gibt halt auch so Klasseneinteilungen. Es gibt Tanks, es gibt offensive Spieler, defensive, es gibt Supporter halt. Es ist aber halt First-Person-Shooter, was eigentlich ziemlich geil ist, und das ist halt ziemlich Teamplay-mäßig, weil wenn man zum Beispiel einen schlechten Supporter hat, das ist ein bisschen doof und so. Dann gibt es da auch halt verschiedene Champions, ich glaube 21 jetzt. Ich denke mal, aber da kommen dann noch DLCs oder sowas. Auf jeden Fall habe ich mir das vorbestellt, weil ich fand die Beta schon ziemlich geil. Das kommt, denke ich mal, morgen an. Ich habe heute zumindest eine E-Mail bekommen, dass es losgeschickt wurde. Das werde ich dann auch ein bisschen im Stream zocken. Ich denke mal, YouTube-Videos werde ich dazu nicht hochladen, weil ich ja eigentlich hier einen reinen Zombie-Kanal habe. Wenn ihr irgendwie was sehen wollt, vielleicht mache ich auch so ein paar Tutorials dazu, irgendwie so ein paar Champs oder so vorstellen. Denke aber eher nicht, außer ihr habt da Bock drauf. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, aber ich denke mal, die meisten von euch wollen eher Zombie sehen. Aber im Stream werde ich das auf jeden Fall jetzt, wo es rauskommt, auf jeden Fall mehr suchten als Zombies und dann sonst demnächst so ein paar Monaten auch bestimmt immer mal zwischendurch. Weil das Game ist einfach, also mir hat das mega Spaß gemacht. War nochmal ausgebannt, aber wir haben Wandkraft bekommen. Ausgebannt war ganz rechts. Ja, das auf jeden Fall zu dem Game. So, das kann man immer so schön hier nebenbei beim Divinum Opening labern. Ich sag zwar gar nicht, was ich jetzt gerade hier die ganze Zeit für Kaugummis bekomme, aber die meisten waren jetzt hier eh noch nicht so super. Auf jeden Fall letztes Divinium, meine Freunde. Wir packen es rein und natürlich kriegen wir jetzt extra süchtig, oder? Nein, ausgebrannt. Naja, geht auch. So, wie immer gehen wir jetzt auch zusammen nochmal in meine wunderschöne Kaugummi-Sammlung. Ich wollte schon seit dem letzten Mal irgendwie mal anfangen, mir für die verschiedenen Maps verschiedene Kaugummi-Pakete zu machen. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, beziehungsweise wäre irgendwie doch zu voll oder hab's vergessen. So, und zwar sieht es so aus, ich mache hier einfach mal einmal einen Schnelldurchlauf, guck mir hier einmal das Ganze durch, ja, extra sich jetzt dreimal, und Totenwanderung natürlich, 26 Mal, hier auch der gute alte Handwerksmeister, das beste Kaugummi, ach, das heißt eigentlich lizenzierter Pater, auch gut, habe ich auf jeden Fall auch 23 Mal, ja, so viel zu den Kaugummis, wir sind fertig mit dem Divinum Opening, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Like da und einen Kommentar mit irgendwas, also ich habe ja schon Sachen angesprochen hier, ob ich Videos zu Overwatch machen soll, eventuell. Und ich habe noch irgendwas gesagt, was ich mir gerade einfach nicht einfällt. Genau, ob ich das auf dem PC auch nochmal ein bisschen machen soll, dann die Divinum Opening. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch kein Abonnent seid von meinem Kanal, dann einfach mal unten auf Abonnieren drücken, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.